Wusste ich, dass er kommt. Wusste ich. Weil Austausch ein mieses Stück Scheiße ist. Kollege, damit schadest du auch deinem Austausch, ne? Das ist dir schon klar, ne? Könnte dementsprechend auch deine letzte dämliche Idee gewesen sein. Ne, Hubbler möchte ich damit nicht treffen. Dann mach ich lieber nur Eiszahn. Und Aurora schon auf Hubbler. War voraussehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ziemlich damit gerechnet, dass Hubbler dadurch wirklich umfällt. Ja gut, treffe ich halt alle mit, machst du nix. Das war eigentlich nur mein Ziel, das Ausdruck umzuhauen, deswegen... das ist auch nichts umzuhauen. Ui. Ausdruck hat aber auch gut kassiert. Level 27 Tauboga, hey! Downenreigen? Was kann Downenreigen denn schon nicht? Hüllt gegen einen Down und senkt den Angriffswert deutlich. Nee. Ah, da wolltest du wieder Aurora Straße, scheiße. Tauboga machen, ne, du kleines Stück Scheiße. Moment, der jetzt Surfer... Das verstehe ich jetzt nicht. Surfer ist schneller als Fliegen, wenn Tauboga am Boden ist. Aber wenn Tauboga am Fliegen ist und ich mache Biss, dann bin ich langsamer, oder was? Wenn ich das Surfer gemacht hätte, das tödlich enden können. Hätte ich meinen Tauboga mit umklatschen können. Ach, hier ist doch bestimmt ein Pokémon Center, oder? Sieht nicht danach aus. Wie was, du möchtest verkaufen? Warte, einen Moment, ich muss den Laden erst aufmachen. Wie kann ich dir helfen? Ja, so nicht. Mit so komischen Bällen nicht. So, ich habe ein neues Geschäft und verkaufe Pokémon Drinks. Ah, yeah. Ach, was. Okay, gut zu wissen. Werde ich zwar nie brauchen, aber naja. Safari, Safari, so ein Spaß. Safari, Safari, hier gebe ich Gas. Wurden Schilf und Schlamm in Massen, die Pokémon lauern im Gras. Mungras, nein. Ich bin nicht der Gespräch. Okay. Aber hier ist Pokémon Center. Juhu! Hörst du? Die Leute, die mal einen schlechten Pokémon-Zeller sieht, sorgen sich bestimmt sehr um ihre Pokémon. Denkst du nicht auch? Ja, ist wahrscheinlich. Oder sind einfach nur faul. Oder haben Angst. Oder sind halt total scheiße, so wie ich. Und müssen ihre Pokémon immer wieder heilen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Grund. Da, da, da. Also ich wäre dafür, dass wir eine Runde mal in Safari-Zone machen. Weil... Ist so. Machen wir jetzt einfach. Einfach um das mal kurz zu zeigen. Oh ja. Yeah. Na, alter Mann? Oh, da bist du ja endlich. Na, was sagst du? Wahnsinn, oder? Wie du siehst, haben wir eine neue Safari eröffnet. Tja, und jetzt? Jetzt habe ich einen Attentat auf dich vor. Willst du bei meinem Ereignis-Test für Safari-Besitzer mitmachen? Hä? Huh? Klar. Sehr schön, so gefällst du mir. Dann erkläre ich dir gleich mal, wie das genau abläuft. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist bei der Safari einen Kleinstein zu fangen. Wenn du eins zu mir bringst, hast du auch schon bestanden. Sie halten sich im hohen Gras gleich am Eingang zur Safari auf. Wenn du ein klein wenig suchst, solltest du also mit Leichtigkeit 1 finden. So, dann wünsche ich dir mal Weidmanns Heil. Klar. Willkommen in der Safari-Zone, bla bla bla. Ja, ist okay. So, Fukano. Hier soll ein Kleinstein sein. Ja, okay. Dann halt nicht. So, sind hier auch Kleinsteins?
Nein. Aus Prinzip schon nicht. Weil es ein Ibitak ist. Kann ich mir überhaupt einen Kanimani fangen? Als Goldspieler, also Pokémon Hard Gold, kann man sich überhaupt einen Lavita fangen? Weil ich bin mir gar nicht sicher, weil es gibt ja hier und da immer mal so, zum Beispiel Weberak und Lidibar. Weberak gibt's bei Gold, Lidibar gibt's bei Silber. Ne? Das ist ja gemein, ne? So. Dann tun wir mal durch den Matsch hier. Nur um zu gucken, weil da unten gibt es ohne so ein Ibitak. Was gibt's hier denn? Hier gibt's bestimmt Felino, ja, aber ja klar. So, Flocht. Ach, habe ich so lange Zeit, bis mir die Bälle ausgehen? Ja, natürlich geil. Ich war hier schon so lange nicht mehr in der Safari-Zone, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, gibt's nur Felino. Und Felino sind scheiße. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich kann sowas nicht gebrauchen. Die klingen gerade ein bisschen wie Paul. Ich brauche keine schwachen Pokémon. Nee, nicht in dem Fall, aber Felino, weiß ich nicht. Kann ich irgendwie nicht spielen. Oh, ein Golbat. Theoretisch kann ich mir einen X-Bad züchten, aber ihr wisst ja, was ich von X-Bad halte. Denn X-Bad ist scheiße geworden. War schon immer scheiße, meiner Meinung nach. Wenn es nicht richtig trainiert ist. Wenn es nicht richtig Speed auf hat und richtig Attacken hat, dann ist das voll scheiße. Dann kannst du das Pokémon wegschmeißen. Da, da, da. Nidorino! Hab ich auch. Was kann ich noch sagen? Ach, ich hab mir Wildstar gezogen. Das neue MMO von NCSoft. Ich muss sagen, das gefällt mir. Also das Spiel, das kann, ich sag jetzt mal, das gewöhnungsbedürftig natürlich auch, ne? Jetzt in meiner jahrelangen Erfahrung von WoW her, denke ich mir auch so, ja, das ist noch kein Konkurrent, meiner Meinung nach. Also, da spiele ich noch viel lieber WoW, muss ich wirklich sagen. Ja, Abra würde ich mir gerne fangen, aber ich kann mir leider keinen Sala ballern, deswegen lassen wir das mal so stehen. Und daher muss ich sagen, so, weiß nicht. Also, Wildstar, ich habe jetzt so, sagen wir mal, 2-3 Stunden angespielt. Kramorx. Das wäre natürlich auch was, ne? Und ich gucke mal nachher. Ein Schramorx, oder wie das nachher heißt. Nö, Visenio will ich nachher nicht haben. Das ist mir, dafür habe ich radikal. Ich habe die ersten 2 Stunden Wildstar so ein bisschen angespielt. Als erstmal auch nur unterbrochen, weil ich halt eben noch aufnehmen wollte. Aufnehmen musste, wollte wohl eher, weil ich muss hier schon mal gar nichts. Garados? Ist verlockend, aber nein, danke. So ein Spieler bin ich nur auch nicht so. Oh, Garados, ich fick euch alle weg. Denn Garados ist und bleibt ein überstarkes Pokémon, meiner Meinung nach. Nein, ich möchte kein Pedo haben. Okay, was haben wir bis jetzt gesehen? Visor, Traumato, Kramorx. Carpador, Onix, Ibitak, Felino. Ein Sengo wäre cool. Bengo. Ja, gut, wir sollen uns da gleich schon fangen. Und dann werfen wir mal 2 Köder hin und schmeißen wir mal den Ball. Fuck! Natürlich ärgerlich. Wird noch. Ach ja, um mal ganz kurz zurück zum Thema Facecam anzuspringen. Das war ja testweise, weil ich dachte, also Kamera kann ja nicht dran liegen. Das lag wahrscheinlich wirklich an meinem schlechten PC. Und dementsprechend wollte ich das halt mal ausprobieren. Und natürlich auch mal um zu gucken, ich habe mir jetzt mal den Open Broadcaster runtergeladen.
womit man streamen kann und würde auf Twitch ganz gerne mal meine 150 Abo-Special dementsprechend mal streamen. Oder mal, mal auf den Bildschirm schmeißen, dann würde ich sagen, so, keine Ahnung, mal 2 Stunden streamen, dann so abwechselnd, so eine Stunde Mario Kart, eine Stunde MW2 vielleicht. Oder? Was mir jetzt mal so in den Sinn kommt, ne? Eigentlich würde ich ganz gerne mal, oder eigentlich könnte ich ja, weil, ne, Diablo 3 streamen, weil ich werde ja momentan von Alex und Matze hochgezogen, weil ich halt noch gar keinen Charakter auf 70 habe. Und in der Theorie könnte man das eigentlich streamen. Aber ich weiß, die haben beide so schlechte, ich weiß nicht, über Skype ist das immer so kacke, weil die da kein Großmembran-Mikrofon haben und dann immer so scheiße klingen. Ja, was ist hier los jetzt? Ey, sag mir nicht, dass ich stehen geblieben. Bis gleich. So. Ja, bla bla. So. Wie außer Betrieb, ne? Okay. Das lassen wir mal so. Ich habe mir eben schnell wieder das Kleine reingefangen und wir holen das jetzt mal schnell von der Bank, weil ich glaube, ich muss ihm das jetzt zeigen. Ich frage mich, was auch gereicht hätte, wenn ich mein altes Kleinschein gezeigt hätte. Nein, nicht ablegen. Bewegen bitte. Evoli bleibt jetzt erstmal auf der Bank, bis ich meinen Donnerstein gekriegt habe endlich, weil sonst nimmt es mir einfach nur Platz weg. Und im Gegenzug könnte ich mir mal so erstmal so ein Alternativ-Blitz-Pokémon holen, bis ich meinen Blitzer endlich mal leveln kann und die Olle mich endlich mal anruft, ey. Alter, das geht mir so auf die Eier, ne? Hast du mir jetzt abgenommen oder muss ich jetzt mit mir rumtragen, das komische Vieh? Ich bin Heine Rom, ich muss dann ständig abstürzen. So. Hey, warte mal. Oh, nix open. Hallo. Ich möchte ganz... Alter. Wie positioniert sich mein Spiel denn die ganze Zeit? Meine Fresse. So, ihr seht mich jetzt hier vor der Höhle nochmal. Ich muss alles nochmal neu aufspielen, also den Orden nochmal gewinnen, dies, das. Werde mich nochmal zur Safari-Zone begeben, aber offscreen. Weil ich habe jetzt mindestens 20 Minuten nur dafür verbraucht, diese Scheiße nochmal neu aufzuspielen. Gut, das war's mit Pokémon Hardcore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.